Guter Kinderschutz vernetzt ganz viele Player in diesem Feld. Also ich glaube, guter Kinderschutz funktioniert nie nur über die Beteiligung einer Gruppe. Guter Kinderschutz braucht eigentlich die ganze Gesellschaft, braucht Bewusstsein in der Gesellschaft über Gefahren, denen Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind. Sowohl bei zum Beispiel Jugendlichen, die auf ihre Freunde und Freundinnen aufpassen können, bei Erzieherinnen, bei Lehrerinnen, also die Jugendhilfemitarbeitenden, die Psychotherapeuten und Kinderpsychiater, die sind sozusagen ja ganz oft das allerletzte Glied in Ketten, wo vorher schon Hilfe geleistet werden kann. Insofern glaube ich, ist guter Kinderschutz sowas wie ein ganz wunderbar, unsichtbar aufgespanntes Netz in der Gesellschaft. Ich glaube, Kinderschutz braucht mehr Ressourcen, mehr Finanzen. Kinderschutz braucht mehr engagiertes Fachpersonal. Wir sehen gerade, dass Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen, das ist ein absoluter Mangelberuf. Wir sehen, dass zum Beispiel bei Zugang zu Kinder- und Jugendlichenpsychotherapien wir ganz lange Wartezeiten haben. Wir brauchen mehr Ressourcen in der Zukunft. Wir brauchen einen Fokus auf neue Gefahren, an die wir uns erst gewöhnen müssen. Also es gab Personen wie zum Beispiel Julia von Weiler, die vor 20 Jahren die Gefahren vorhersehen konnten, die Internet, soziale Medien bergen in Bezug auf den Kinderschutz. Und ich glaube, während alle jetzt übereingekommen sind, ja, da müssen wir hinschauen, sind wahrscheinlich die nächsten Gefahren im Entstehen, für die man eine Sensibilität und so ein Hinschauen und so eine Bewusstheit braucht. Was ich toll finde an einem Preis, ist Wertschätzung. Im Kinderschutz engagieren sich ganz viele Menschen, die das ehrenamtlich tun. Es engagieren sich sehr viele, die das professionell tun. Und mein Eindruck ist, dass es in der Gesellschaft noch nicht so viel Wertschätzung für dieses Engagement gibt. Und ein Preis bedeutet Wertschätzung. Das finde ich eigentlich das Allerwichtigste dabei. Eine Initiative der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel und Partnerorganisationen. Setzt auch du dich für Kinderschutz ein oder kennst jemanden? Erzähl uns davon.